The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... Meine Damen und Herren, kommen wir zum letzten Part. Lassen Sie uns ein bisschen spielen. Letzte Woche haben wir ja theoretisiert und Sie haben gemerkt, man braucht ein paar Dinge, Namenskonventionen, zum Beispiel Literale, haben wir heute gesehen, müssen ja typspezifisch notiert werden. Haben wir letzte Woche geklärt. Jetzt versuchen wir mal das umzusetzen, was wir im ersten Block, also genau genommen im zweiten heute, gemacht haben. Mehr oder weniger spielerisch. Ich zeige Ihnen mal erst was, experimentiere mal mit meinem Array darum, damit Sie bestimmte Effekte sehen. Und dann könnten Sie gerade, so wie es im Skript drinsteht, mal versuchen, ein erstes Array, erste Schritte zu schreiben, wo Sie also Array anlegen, dynamisch oder statisch initialisieren, Array auch mal ausgeben und damit experimentieren. Ich mache mal dazu mein Eclipse auf. Da habe ich was präpariert, anhand dessen sich manches jetzt dynamisch in einer echten Umgebung zeigen lässt. Im Gegensatz zu dem, was wir an der Tafel dort experimentell gemacht haben. Ich habe das bei mir im Kapitel 634, das wäre das die richtige Stelle im Skript dazu. Sie sehen in einem Default-Package mal verschiedene First Arrays drin. 0, 0 oder 0, das ist das, was Sie hier sehen, ist so das, was ein bisschen das abdeckt, was wir gerade gesehen haben. Können möglicherweise auch schon Dinge auffallen. Also, Klasse, mal so benannt, wie wir das letzte Woche besprochen haben. Klassen sollten ja immer mit einem Großbuchstaben beginnen. Bei den Variablennamen ist das nicht so. Deswegen, Sie sehen, First Array 0 habe ich im Main mal ein Array deklariert, Integer Array, dort dann auch eine statische, implizite Initialisierung dazu gemacht, die nicht ganz so ist, wie wir es an der Tafel haben. Sie sehen aber jetzt hier noch ein paar andere ungewöhnliche Dinge. Ich möchte es ja explizit so nutzen, zum Experimentieren, wie ich Ihnen das auch empfohlen habe, weil man damit natürlich schon auch eine Menge lernt, wenn Sie sehen, wie der Compiler beim Übersetzen darauf reagiert, auch was er entdeckt oder nicht entdeckt. Deswegen ist jetzt hier manches durchaus, sage ich mal, eines Experiments wert. Dagegen das Besetzen aller Array-Elemente, das sieht man hier. Oben die statische Initialisierung und das eben die dynamische Initialisierung, weil das zur Laufzeit dann passiert, dass dem Array, im Array 1 von 0 bis 4 Werte zugewiesen werden. Oben wird ja auch was zugewiesen, aber das wird hier praktisch überschrieben, ohne dass wir das dort oben sehen. Und jetzt müsste eigentlich auffallen, naja, der gute Mann hat da oben eine gewisse Anzahl von Array-Elementen allokiert und hier plötzlich kommt man auf die Idee, in ein 997. Element, 998., 999., 1000. Element was reinzuschreiben. Am Kommentar sehen Sie schon, da ist wohl eine Index Bereichsüberschreitung mit im Spiel. Man kann das sehen, wenn man die Verhältnisse anguckt, sehen aber auch, Eclipse rührt sich hier nicht, scheint also gar nicht aufzufallen. Lassen wir das mal so stehen. Und nachdem da was reingeschrieben ist, werden mal Array-Elemente ausgegeben.
spaltenweise, wird hier behauptet. Und Sie sehen, es wird dort ein Text ausgegeben. Texte werden ja immer in Clips blau dargestellt, Gänsefüßchen, ist Gleichzeichen dazu, Blank dazu gebaut und dann werden dort die Array-Elemente 0 bis 4 quasi als Ergebnis mit ausgegeben. Eine andere Art der Ausgabe, Sie sehen, nicht so platzintensiv, wir brauchen dazu bloß Zeile 34 und 33, während wir hier doch einige Zeilen von 27 bis 31 spendiert haben. Jetzt kann man schon drüber natürlich philosophieren, was ist leichter lesbar, was ist leichter pflegbar. Das sind ja alles betriebswirtschaftlich relevante Fragen, weil Zeit bezahlen Sie ja oder kriegen Sie bezahlt. Je nachdem muss sich der Auftragnehmer bezahlen lassen und der Kunde sagt dann, wenn das zu viel ist an Zeit, boah, das ist aber teuer. Suche mir das nächste Mal jemanden, der da effizienter, effektiver, schneller auf Deutsch ist. Ja? Also, wobei das immer abwägend Sache ist. Ne? Wo bin ich schneller beim Schreiben, wo bin ich schneller beim Lesen? Also nicht ganz so trivial, wie es sich anhört, aber da entwickelt sich natürlich was im Laufe der Zeit. So, das mal ohne Operationen, die wir jetzt an der Tafel nicht haben, also bewusst mal noch keine Vorschleife drin, ist dieses Null. Ich habe noch ein paar andere Dinge, mit denen wir experimentieren können. Ich lasse das mal jetzt erstmal übersetzen, schauen, was dabei rauskommt. Und jetzt sehen Sie, beim Betrachten des statisch Notierten, also solange mit dem nichts gemacht wird, haben wir hier keinerlei Probleme. Wir würden ja die Probleme bei Eclipse angezeigt bekommen. Wir kriegen nirgendwo den Tooltip, dass da was faul ist, auch nicht, als wir dann in der Zeile 22 auf eine Indexposition zugreifen wollen, wo wir, denke ich, auf Anhieb sehen, naja, 997 ist ja außerhalb unserer Reichweite. In dem Moment, wo wir es aber übersetzen, sehen Sie, sagt uns Java Exception, Entered Main, die 997. Da stört sich Eclipse dran mit dem Hinweis Array Index Out of Bounds Exception. War jetzt ein bewusst eingebauter Fehler, weil ich mal wissen wollte, wie kriege ich das eigentlich kommuniziert. Deswegen, wenn mir das später passiert, Index Array Out of Bound Exception, weiß ich, ah ja, das ist eine Indexbereichsüberschreitung. Muss mir auffallen. Ich kriege nicht die Zeilennummer genannt, jedenfalls hier nicht, sondern nur den Wert, die Ursache des Übels, die 997. Wo allerdings auch, at first array 0 main, also in dieser Methode, in der Zeile 22. Jetzt merkt man schon, wenn man diese Fehlermeldungen ein bisschen lesen kann, dann kann man damit natürlich was anfangen. Hier sind ja die Verhältnisse noch einfach. Das ist natürlich im Ernstfall nicht mehr der Fall. Wir haben bloß eine Klasse, die zu übersetzen ist. Die Tatsache sieht ja eher so aus, bei ernsthafteren Programmen sind mehrere Klassen im Spiel, die übersetzt werden, sodass dann schon die Frage ist, ja, welche Klasse ist von meiner Fehlermeldung überhaupt betroffen? Ja? Also, durchaus eine gute Idee, mal Fehler zu provozieren. Ich wusste ja schon im Vorfeld, habe das ja auch schon kommentiert, wo es knallen wird. Hier ist es. Und das ist auch das, was mir die Fehlermeldung mitteilt. Also das wird so nicht gehen. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich kann sagen, oh ja, da habe ich einfach ein zu kleines Feld gemacht. Ich wollte das größer haben. Kann das jetzt auch spielerisch mal ändern. Mach das jetzt einfach mal, ich kommentiere das aus und mach mal tatsächlich so ein Array, wo das reinpasst. Ich will das machen können.
mach mal da ein großes Array. Das wäre schon so ein Fall. Das ist mir mit Sicherheit zu groß, um das manuell auf die Art und Weise zu befüllen. Ja, 1100 Elemente, die schreibt man nicht mehr so. Das geht für Kleinigkeiten, haben wir zuvor ja besprochen. Jetzt habe ich allerdings auf alle Fälle ein Array, das so groß ist, dass ich den Index von 0 bis 1000 verwenden kann. Wenn ich das jetzt übersetze, ist das kein Thema mehr. Also der Compiler, der das in Bytecode übersetzt, hat sich jetzt an den hohen Indizes nicht mehr gestört. Und das, was ich hier sehe, sind natürlich genau die Dinge, die da oben passiert sind, von 0 bis 4. Da habe ich ja zugewiesen, 0, 1, 2, 3 und 4. Und das, was dort zugewiesen ist, das wird genau an der Stelle ausgegeben. Das heißt, das, was Sie hier sehen, ist genau die Ausgabe von da, mitsamt dem Blank. Weil, wie gesagt, dieser Ausgabestring, der wird ja immer 1 zu 1 übernommen. Wenn ich das Blank rausnehme, ist das auch in der Ausgabe futsch. Würde jetzt nicht gleich unlesbar werden, aber Sie sehen, das Blank ist weg. Also kann man drüber philosophieren. Es gibt auch Menschen, die sagen, naja, das Ist-Gleich-Zeichen muss immer frei stehen. Ja? Also ist ja noch eine triviale Übung. Könnte man sagen, werden wir mal den ganz besonders Peniblen da gerecht und stellen das ist gleich frei, übersetze es, lasse es laufen. Ja, jetzt sieht das so aus. Ne? So. Zeilenweise oder spaltenweise, also untereinander mit dem Text, ist klar, und es wird auf die einzelnen Array-Elemente zugegriffen. Soweit das klar, denke ich. Ja? Jetzt ist ja die Ablage im Programm, in der Maschine, im Speicher, weder Zeilen noch spaltenweise so direkt sichtbar. Deswegen kann man das natürlich auch anders ausgeben und genau das ist hier gemacht. Jetzt mal, so wie es zuvor in dem Text, müsste ja noch irgendwo dastehen, mal gefordert war, gut lesbar, ja? Also das wäre so, was mit gut lesbar gemeint ist. Es sind die Werte ausgegeben, der Strichpunkt dazwischen, runde Klammern. So wie man einen Zeilenvektor schreibt. Und das macht natürlich einen Teil des Notationsaufwandes auf. Ja? Eröffnende Klammer ist hier, schließende Klammer ist da und jeder Strichpunkt ist natürlich auch hier. Ja? So. Deswegen sieht das so aus. Wie es aussieht, experimentieren bedeutet, wir ändern das mal. Ich lasse mal den Schnickschnack hier weg und sage, ich möchte einfach Array 1 ausgeben. Geht ja auch, rein syntaktisch, alles in Ordnung. Sie sehen, Eclipse lässt das so zu. Jetzt könnte man rätseln, raten, was werde ich jetzt da wohl zu sehen kriegen. Könnte aber auch sagen, naja, Sinn des Experiments ist es, das wollen wir uns jetzt eben genau mal zeigen lassen. Lassen das mal laufen und sehen auch, dass wir was sehen. Aber was sehen wir eigentlich? Jetzt muss man das interpretieren. Was sehen wir denn da? Sie sehen es ja auch. Fangen wir mal einfach an. Ist es das, was wir erhofft hatten oder erwartet hatten? Sie schütteln den Kopf für das. Sowas wollten wir ja nicht sehen. Das sieht ja so gar nicht nach dem aus, jedenfalls nicht erkennbar, was wir da bisher sehen. Was ist das denn, was wir da sehen? Also es geht genau um diese Stelle, ja?
Das ist ja klar, das sind die System-Out-Printlines von der Zeile 27, 28 bis irgendwas. Dann kommt die Ausgabe von der Zeile 33, die Ausgabe von der Zeile 35. Was ist das denn? Wer kann das denn erklären, was wir da eigentlich sehen? Ich sagte ja schon mal, das, was der Programmierer oder die Programmiererin zu sehen bekommt, ist, muss immer erklärbar sein. Der Rechner macht nichts, was nicht unerklärbar wäre. Metaphysik kennt der nicht. Nichts Mystisches. Das heißt, wir müssten das eigentlich ja sehen können. Zusammen mit der Tafel würde man vielleicht eine Erklärung finden. Muss man allerdings ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. System out printline myArray 1. Was ist denn myArray 1? Nein, myArray 1 haben wir deklariert als? Zahl 1, oder? Nein. Was steht an der Tafel? myArray 1 ist ein Array-Name. Aber Sie haben es nicht gesagt. Das manche, das ist Array. Nein, das Array ist es nicht. Das Array ist ja das hier. Es ist halt so, es ist ein Unterschied zwischen dem Namen Müller und dem Mensch Müller. Ja? Wenn Sie den Namen Müller auf dem Papier mit der Schere zerschnippeln, ist der Mensch Müller ganz entspannt. Name ist nur Schall und Rauch. Wenn Sie den Mensch Müller mit der Schere attackieren, wird der furchtbar sauer. Was ist ein Name? Lass uns die Frage mal vertiefen. Was wird wohl ein Name sein? Das könnte man jetzt aus einer Veranstaltung, die dort heißt Einführung in die Wirtschaftsinformatik, haben. Der Name kennzeichnet eigentlich was, aber auch das sieht man noch ein Stück an der Tafel. Ein Name, was ist ein Name in einem Programm? Ja, bei uns ist das, was im Programm steht, damit denken wir, aber dahinter verbirgt sich ja physisch etwas in dieser Kiste. Dort ist ja der Name nach wie vor Schall und Rauch. Aus Variablennamen werden was letztendlich? Oder aus dem Namen für das Array wird letztendlich die Identifizierung. Ja, und die Identifizierung, jetzt machen Sie es ein bisschen rechnertechnisch, ist was? Denken Sie mal an Speicher. Ergebniswert. Der steht dort drin. Das wird jetzt ein bisschen zu weit weg, aber bleiben Sie mal bei der Idee der Identifizierung. Wie wird ein Wert im Speicher identifiziert? Speicher, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es oder haben Sie es noch nicht gesehen in Einführung in die Wirtschaftsinformatik, ist immer etwas, was zellenmäßig angeordnet ist. Bytes oder 2 Bytes, hängt ein bisschen von der Architektur ab. Und dann sind die Speicherstellen durchnummeriert. Ja? Und wenn Ihr Speicher sehr viel Platz hat, ist das da sehr groß am Ende der Speicher steht dann irgendetwas Gigabyte. Das, was die Speicherzelle, sage ich mal, ja, wo dann was drinsteht, vielleicht die Zahl 17, das wäre der Wert, ja, der dort drinsteht. Und das, was da davor steht vor dem Speicher, also so allgemein aus dem Thema
Eben Wirtschaftsinformatik lernt man, ja, ein Computer besteht aus einer Central Processing Unit, aus einem Speicher und noch ein paar andere periphere Einheiten. Und der Speicher, der baut sich aus Zellen auf, sind meistens 2 Byte, 4 Byte oder noch mehr, hängt von der Bitbreite ab. Da sind die Werte drin und die einzelnen Zellen werden durch Adressen gekennzeichnet. Genauso wie Sie leben. Sie leben in der Waldorfstraße 17. Und da wäre 3. Stock, das wäre die konkrete Wohnung. Das ist ein übliches Konstrukt. Zellen im Speicher haben Adressen und aus unseren Namen, die wir verwenden, werden letztendlich Adressen. Adressen, an denen das Array liegt. Also das davor, könnte man sagen, was ich vorher als Referenz bezeichnet habe, ist nichts anderes als die Adresse von dem Array 1. Jetzt muss man wissen, heutige Maschinen werden nicht mehr absolut adressiert, sondern mit virtuellen Adressen. Und eine virtuelle Adresse kriegen wir auf so blöde Art zu sehen. Das ist also nichts anderes als die Ausgabe von der Adresse, an der Array 1 liegt. Der Name ist Adresse, nicht Inhalt. Ja? Also Name und Inhalt sind 2 Paar verschiedene Stiefel. So wie die Schuhgröße der Name ist, daraus wird letztendlich die Adresse im Speicher. Aber die 42 ist was anderes, das ist der Wert der Schuhgröße, die an der Adresse liegt. Und Sie sind jetzt schon in einer Generation, in einer Zeit geboren, wo man nicht mehr mit Adressen handeln muss, weil das blöd ist mit Nummern, sondern statt einer Adresse können Sie ein Symbol, den Namen, den Identifier verwenden, die Schuhgröße oder bei uns eben das M-Array 1. Ja, das können wir uns merken. Dagegen eine Adresse, noch dazu eine virtuelle, die so doof aussieht, keine Chance, uns das zu merken. Ja? Brauchen wir aber auch nicht. Und letztendlich bedeutet das die Ausgabe . Ich apostrophiere das mal als Adresse, weil es eine virtuelle ist. Schreibe ich aber jetzt nicht dazu. So, genau, das ist das. Das heißt also, so mit einem Schlag das gesamte Array auszugeben, ist nicht so einfach. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen mit rumspielen. Fakt ist allerdings, auch als Erkenntnis jetzt von diesem Experiment könnte man sagen, wenn wir das in einer lesbaren Form präpariert haben wollen, sodass der Kunde sich da nicht verliest, also das ist ja noch trivial, aber lassen Sie das mal Lohn und Gehalt sein oder sowas, dann wäre die Missinterpretation ja tragisch. Müssen wir das letztendlich selber aufbereiten, ein Stück weit. Ja? Also das würde man so, denke ich mal, auch ausschalten, so nicht nutzen. Wir haben es mal probiert, ist nicht ganz das Richtige. Jetzt könnte man sagen, naja, schon eher interessant ist zu erfahren, was passiert denn mit der hinterlassenen Lücke? Das können wir uns ja in der Tat angucken. Wir brauchen ja bloß das ein bisschen fortsetzen. Wir können erstens die Indizes 997 bis 1000 uns mal angucken. Brauchen das ja nur zu ergänzen. 01234 ist in Ordnung, das wollen wir und dann wollen wir halt hier 997. Die 999. Und die 1000. Ich habe da oben bewusst mal die 1001 verwendet, weil wir jetzt wissen, kleinster Index 0, größter Index 1000, das funktioniert. Wenn ich dort oben jetzt das mal bewusst wieder verfälsche
und dort 1000 hinschreiben mit 1000 Elementen, wird das natürlich nicht gut gehen. Ja? Aber das wissen wir jetzt schon, da wird beim Übersetzen wahrscheinlich wieder eine Index-Out-of-Bound-Exception zu erwarten sein. Aber die wollen wir ja vielleicht gerade sehen. Ja, tatsächlich, Sie sehen, die 1000 wird jetzt angemeckert, in der Zeile passiert es, da passiert es schon. Nicht erst bei der Ausgabe, sondern schon beim Initialisieren. Dieses Element gibt es gar nicht. Das bedeutet nämlich bildlich, man möchte in so einem Array dahinter hinschreiben. Und das lässt Java nicht zu. Da war Java so die erste Programmiersprache, die sich darum kümmert, ob ein Programmierer hier rein, hier rein, hier rein oder danach schreiben möchte. Und Java sagt, das ist nicht gut. Es gibt andere Programmiersprachen, sagen, das ist gut. Dann kann der Programmierer tatsächlich dahinter schreiben. C lässt das explizit zu. Java sagt ja nicht, das wollen wir nicht haben. Das ist die Ursache von vielen Fehlern. Verbietet das. Also ich muss das wieder anpassen. Ich mache mal mein Array wieder etwas größer. Und jetzt geht das wieder. Und jetzt sehen wir Folgendes. Da ist irgendwas passiert, was wir jetzt möglicherweise so nicht erwartet hätten. Wir haben ja von 0, 1, 2, 3, 4, haben wir ja, da sehen wir es oben noch, 16 bis 20 so initialisiert. Damit, dass wir das so kriegen, taucht auf, das hier in der Ausgabe ist Ihnen möglicherweise schon vorher aufgefallen. Ich habe zwar hier geschrieben, ich gebe 997 bis 1000 aus, macht das aber hier nicht. Das ist ja nur Text, der nicht die tatsächlichen Inhalte referenziert, sondern die tatsächlichen Inhalte ja nur kommentiert. Ja? Das heißt, da sage ich zwar, es ist myArray 997 bis 1000, habe aber hier nach wie vor das, was ich kopiert habe, drinstehen. Das heißt, ich muss das natürlich schon auch den wahren Verhältnissen anpassen. Ich möchte 997, 998, 999 und 1000 sehen. Ja? So. Jetzt passt das, ne? Auch rein optisch. Die Stelle taucht dann am Bildschirm auf und jetzt auch die Inhalte. Und jetzt würden wir sagen, naja, wir erwarten, dass in dem Array-Feld 997 auch der Index drinsteht. Wir schreiben den ja explizit dort mit rein. Wir gucken uns das gerade mal an und sollten feststellen, naja, tatsächlich, das passiert auch. Ja? Sehen Sie? So, also, jetzt, sage ich mal, haben wir in der Ausgabe das, was wir dort oben genau in dem Bereich auch tatsächlich selbst reingeschrieben haben. Jetzt sind wir ganz neugierig und wollten ja aber auch doch wissen, was aus den Lücken geworden ist. Da können wir nachgucken, obwohl wir nie was reingeschrieben haben, aber nachgucken können wir, denn die gibt es ja. Die Lücken sind ja nicht, sage ich mal, etwa nicht im Speicher allokiert. Das Array hat 1001 Elemente, also da ist im Speicher was vorhanden. Und die Frage ist, was ist aber da im Speicher drin? Also wir gucken mal da in vielleicht zwei, drei Dinge rein. Können das ja auch wieder ganz leicht durch Copy and Paste machen. So, die Lücke beginnt so ab der 4. Wir greifen mal mitten rein, also in die 501 und in die 502. Brauchen dann natürlich die gleichen Indizes. Drei noch weg und die 4, dann machen wir die 502 draus. Ja? Bei der Ausgabe. 500, 501, 502 haben wir nie angefasst, nie etwas zugewiesen. Ja? Die sind also leer, fehlen hier. Und deswegen ist die Frage, ist da jetzt was drin? Bleibt das leer?
das wäre zumindest eine vernünftige Annahme, vordergründig. Wir schauen uns das einfach mal an und stellen fest, naja, so ganz leer ist es nicht. Wenn man jetzt nicht Null als leer bezeichnet, aber wir wissen ja, ist auch ein Wert, auch wenn er Null heißt. Aber es ist ein Wert, das heißt, da steht durchaus etwas drin. Jetzt kann man daraus einen Schluss ziehen. Wenn wir feststellen, das ist stabil so, können wir ja testen, indem wir das noch ein paar Mal übersetzen. Steht wieder eine Null drin, wieder eine Null. Das scheint wohl so zu sein. Was können wir daraus schließen? Da ist jetzt ein Schluss zu ziehen. Haben wir dann vielleicht nicht im Skript nachgelesen oder in der Java Language Description, aber der Compiler sagt uns, was da Sache ist. Was können wir damit als gelernt mitnehmen? Was ist die Lehre daraus? Ja, wir sehen es doch. Was sehen Sie denn? Ja, bitte. Es gibt keine leeren Felder, es ist schon leer, wenn das ist eben gleich Null. Definiert als Null. So könnte man das sagen. Ich würde jetzt nicht Leerfelder sagen, sondern nicht initialisierte, aber das sind Ihre Leerfelder, genau. Nicht initialisierte Array-Felder, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, nicht initialisierte Array-Felder werden mit Null initialisiert. Also insofern könnte man sagen, naja, wir dürfen eigentlich gar nicht sagen, nicht initialisieren. Der Compiler initialisiert die mit Null für uns. Deswegen, wenn wir sagen, ich will da nichts anderes drin haben wie Null, brauche ich auch nichts tun, weil das der Default-Mechanismus des Compilers ist. Er wird alles, was nicht explizit initialisiert wird, ne, das sind eben genau diese 501 bis 502 da oben, die haben wir nie initialisiert, sondern oben nur bis 4 und dann ab 997 wieder. Die sind sehr wohl initialisiert, aber mit 0. Steht 0 drin. Ja? Okay, also. So. Jetzt könnte man das durchaus sich hier kommentieren. Ja? Ja, wir sagen werden, ne? Werden mit 0 initialisiert. Okay, also, deswegen ist es nicht immer notwendig, Arrays mit schon richtigen Werten zu initialisieren. 0 steht immer drin und dann kommt nur noch das rein, an den Stellen, wo Sie sagen, da brauche ich eben andere Werte. Ja, so, also. Okay, so, also nochmal die Stellen, die für uns kritisch sind, das ist die Deklaration und Allokation, da brauchen wir, da wird der Name bekannt gemacht, der Umfang wird bekannt gemacht, das kann man auf die Art und Weise machen, wenn man schon ein paar Werte hat, von denen wir wissen von Anfang an, das muss so sein, dann kann man das auf die Art und Weise angeben. Ich switch jetzt mal den Kommentar. Ne? Kommentiere mal das da oben aus. Da steht ja in Konkurrenz miteinander. Hier werden 1001 Elemente allokiert. Hier werden nur 5 allokiert. Hier muss jetzt praktisch mehr schief laufen, weil unser MyArray jetzt ziemlich klein ist. Ja? Das sollten wir wieder durch eine entsprechende Exception angezeigt kriegen. Naja, genau an der Stelle. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Ja? Hopsa, das wollte ich nicht. Könnte das jetzt wieder auskommentieren, weil ich sage, ja, das weiß ich, war noch vom vorhergehenden Experiment. Ich habe das mal auskommentiert. Sie sehen also, es gibt
diese Doppelslash-Comment-Zeichen oder Block-Comments. Ich habe jetzt mal das hier verwendet, genauso gut wie der Doppelslash in mehreren Zeilen. Damit ist aber das Problem noch nicht behoben, weil natürlich andere Stellen davon berührt sind. Naja, und jetzt sehen Sie, der Fehler wird nicht beim Übersetzen entdeckt. Da passiert ja mehr wie nur das Übersetzen. Wir kriegen ja auch schon eine Ergebnisdarstellung hier von der Zeile 27 bis Zeile 31. Das heißt, das, was wir hier sehen, das passiert zur Laufzeit. Ja? Wenn das Programm läuft, das ist ein anderer Zeitpunkt wie der Zeitpunkt, wo das Programm übersetzt wird. Das wiederum ist ein anderer Zeitpunkt im Vergleich zum Zeitpunkt, wo das Programm geschrieben wird. Ja? Das bedeutet also, so eine Entwicklungsumgebung, die kann schon zum Zeitpunkt des Schreibens Fehler entdecken. Da wird noch gar nicht ans Übersetzen und Ausführen gedacht, da schreiben Sie noch. Fehler passiert oder festgestellt wird, wenn ich den Strichpunkt vergesse. Das stellt Eclipse schon fest, während ich noch schreibe. Sagt mir das. Ja? Wenn ich den Index falsch behandle, sagt mir das Eclipse zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht, sondern das ist ein Fehler, der wird erst, hier sehen wir das, zur Laufzeit entdeckt. Das ist nach dem Übersetzen, wenn das Programm läuft. Da können Minuten, Stunden, Tage, Monate dazwischen liegen. Also diese Zeitpunkte müssen Ihnen auch klar sein, sind oft, sag ich mal, auch in Beschreibungen nicht klar. Aber es gibt einen Zeitpunkt, da schreiben Sie das Programm. Es gibt einen Zeitpunkt, da wird das Programm übersetzt vom Compiler. Sie können zu Hause schreiben, hier übersetzen. Ja? Und es gibt Zeiten, da sagt der Kunde, jetzt lasse ich das laufen, dann passiert erst etwas. Ja? Also das muss natürlich vorher entdeckt werden. Das Programm sollte nicht zum Kunden gehen. Und jetzt sehen Sie, dort kriege ich wieder die 500 reported und habe aber hier, da ist es in der Zeile 32, was passiert. Hier beginnt der Index zu groß zu werden. Ja? Ich habe ja jetzt nur tatsächlich 0, 1, 2, 3, 4 als Index. Die Möglichkeit, Index 500 gibt es nicht. Ja? Also, das, was ich Ihnen da jetzt so Art vorexerziert habe, das ist das, was Sie mit Ihrem Programm mal machen sollen. Durchaus diverse Erfahrungen, weil man daraus ja, sage ich mal, buchstäblich ein Gefühl entwickelt, was dort passiert in der Maschine. Und das muss Informatiker ein Stück weit können, ähnlich wie die Schneiderin weiß, wie sich eine bestimmte Stoffart anfühlt. Ja? Was wäre das für eine Schneiderin, die nicht weiß, wie Seide fällt, die nicht weiß, wie Leinen fällt und dann auf die Schnapsidee kommt, ich mache das Brautkleid aus Sackleinen. Das wird nicht gut gehen. Kann man zwar machen, ja? Aber das ist ein Mangel an Gefühl dafür. Das ist ja rau und kratzt und fällt nicht schön. Ähnlich ist es beim Programmieren ein Stück weit auch. Muss nicht von Anfang an sein, aber man erlangt das, indem man es letztendlich einfach tut, die Compiler-Fehlermeldungen anschaut und darüber nachdenkt, wie das zu interpretieren ist. Gibt es dabei jetzt etwas, meine Damen und Herren, was Sie sagen, das müsste man genauer ins Auge fassen, was Sie jetzt vielleicht an Ihren Maschinen da gerade am Wickel haben in diesem Programmchen, wo es also um diese elementaren Dinge geht. Das ist die Deklaration und die Initialisierung hier mal in einem, das Füllen der Variablen, das Auslesen der indizierten Variablen, müsste ich korrekterweise sagen, andere Ausgabeversuche waren das. Gibt es dazu irgendeine Anmerkung, Frage, Hinweis?
bei Ihnen auf den Maschinen, bei Ihren Experimenten alles soweit plausibel? Also, dann schalte ich mal ganz kurz um zu einem anderen File. Schauen wir uns mal an, was da jetzt eigentlich anders ist. First Array 1, auch wieder alles im Public Static Void Main drin. Array heißt noch wie bisher. My Array auch mal erst kurz angelegt, auskommentiert und ein statisch initialisiertes mit 5 Elementen 1, 4, 9, 16, wobei die Zeilen jetzt natürlich nicht gleichwertig sind. Zeile 8 definiert ja wirklich ein 10 Array-Elemente umfassendes Array, die, wenn ich das nicht ändere, mit 0 initialisiert sind. Hier wird ein Array angelegt, das ist nur 5 Elemente groß. Ja? Keine 10 und damit auch nicht richtig die Vermutung, naja, die anderen 5 sind mit 0 initialisiert, die gibt es hier nicht. Wenn der Compiler so etwas sieht, dann zählt er dort die Einträge, prüft, ob die kompatibel zu dem sind, was sie vorher versprochen haben, Integer. Ja, das passt. 0, 1, 4, 9, 16 sind Integer. Und er legt nur so viel, wie er hier zählt, ab. 5 Elemente. Ja? Jetzt die Idee, ich möchte in diesen 5 Elementen die Indizes eintragen. Ja? Die Indizes sind 0, 1, 2, 3 und 4. Ja? 5 Elemente passen diese Indizes von 0 bis 4 rein, das sind 5 Stück. Das möchte ich jetzt aber nicht mehr statisch machen. Klar, man könnte das natürlich, indem man davor schreibt, so wie wir das zuvor gemacht haben, my array 1 und dann, ich hole mal das, dann muss ich nicht so viel tippen. So. Indem ich reinschreibe Index 0. Der erste Index ist gleich 0. Ja? So. Es ist 12 Uhr. Dann könnte man das fortsetzen und Sie sehen, das ist aber jetzt dröge Arbeit. Jetzt hier kommt der im Index 1. Da soll die 1 rein. Jetzt fällt Ihnen spätestens jetzt auf, das kann man algorithmisch lösen. Da ist eine gewisse Gesetzmäßigkeit zu beobachten. Das geht jetzt gerade so weiter, bis ich dann die, da soll natürlich 2 rein, bis ich dann die 3 gefüllt habe mit der 3 und letztendlich mit 4 geht das noch. Das ist genau die Idee. Die Indizes sollen in die Array-Elemente, in die indizierten Variablen rein. Jetzt könnte man sagen, naja, sollte einem aus Versehen der Fehler passieren, dass man das jetzt macht, aus Versehen, passiert hier zunächst nicht viel, weil mir das ja schon beim demnächst angezeigt wird. Index 5 zu groß, Zeile 16 passiert. Ja? Weg damit. Ja? Also, das sind jetzt 4 Zeilen. Es war ein bisschen Tipparbeit. Mit Copy and Paste wird das ein bisschen weniger Tipparbeit, aber Sie können sich schon vorstellen, mit 1000 wird man das nicht mehr machen, wie zuvor. Ja? Das macht man nicht. Das wäre also die Einzelzuweisung. Ich werde das gleich auskommentieren. Einzelzuweisung in einer Sequenz. Das ist eine Sequenz.
Algorithmusbaustein Statement nach Statement. Das ist eine typische Sequenz. Ja? Jetzt sehen Sie, damit das ein bisschen komfortabler geht, wollen wir das anders machen und da kommt die Schleife mit ins Spiel. Genau das, was diese Sequenz macht, macht mit einer Zeile weniger die Vorschleife. Ja? Die macht genau das Gleiche, wobei ich mir da oben Rechenarbeit gespart habe, um das Gleiche zu machen, müsste man natürlich noch den Index quadrieren. Also Sie sehen ja jetzt hier, ich schreibe dort an die Stelle i nicht den Index rein, sondern das Quadrat vom Index. Also um das vollständig zu machen, ich fixe das mal da oben, müsste man hier schon noch die Potenzierung mit sich selbst auch notieren. Jetzt erst ist es tatsächlich identisch. Ja? So. Einzelzuweisung in einer Sequenz, Array wird in der Schleife initialisiert. Gucken wir uns erstmal den Schleifenrumpf an. Dort steht ja auch nichts anderes als myArray1 an der Stelle i. Und da wird das i-Quadrat reingeschrieben. Naja, so wie eben hier auch an der Stelle 3, i gleich 3, wird das 3-Quadrat reingeschrieben. An der Stelle 4, 4-Quadrat. Ja? So. Jetzt müssen natürlich die Parameter oder die Indizes hier stimmen. Das ist dann im Schleifenkopf zu finden. Wir fangen mal an mit einem Integer i gleich 0. Damit passt das ja zu dem da oben. I ist 0 am Anfang. Dann wird geprüft, ob i kleiner 5 ist. Ein Boolescher Ausdruck. Der Wert, der hier abgeliefert wird, ist was an der Stelle? Naja, nicht oder, sondern jetzt können wir es ja definitiv sagen. True. Der ist natürlich true. Und das ist genau die Entscheidung oder die Voraussetzung, dass die Schleife läuft. Jetzt wird das hier ausgeführt. MyArray an der Stelle 0 wird mit 0 Quadrat befüllt. Danach geht es hier weiter mit dem dritten Ausdruck im Schleifenkopf. Jetzt wird i gleich um 1 erhöht. I war ja 0, jetzt ist es 1. Dann wird nicht da vorne wieder mit 0 initialisiert, sondern jetzt wird geprüft, ob i gleich 1 kleiner 5 ist. Ja, das ist true. Deswegen wird jetzt an der Stelle 1 das Quadrat von 1 eingetragen. Naja, und so geht das weiter, bis irgendwann mal i von 4 auf 5 erhöht wird. Diese 5 ist dann nicht mehr kleiner 5, liefert also false. Deswegen wird der Schleifenrumpf für die 5 nicht mehr ausgeführt. Ja? So, also jetzt sollte dort aber immer das Quadrat des Index drinstehen. Jetzt kann man das mal, selbst wenn man sich noch nicht sicher ist, ob das richtig ist, zwischendurch einfach mal übersetzen, um zu gucken, was dazu der Übersetzer sagt, ob er damit was anfangen kann. Ja, also so ganz zufrieden ist er hier noch nicht. Er sagt uns da in der Zeile 28, passiert was. Das war eine Stelle, die hatten wir jetzt noch gar nicht betrachtet. Das war ja 17 bis 20. An der die Schleife mal das Array initialisiert. Und hier haben wir jetzt die Ausgabe. Ja? Das Innere ist nachvollziehbar, System Out Println. Es geht wieder um MyArray 1. Dort wird der Index zusammengebastelt, damit wir den sehen. Und dann wird der Inhalt ausgegeben. Soweit, so gut. Das muss aber schief gehen, weil wir nicht wie hier darauf achten, dass wir nicht größer 5 werden, 5 schon gar nicht erreichen, sondern hier ist, sage ich mal, jetzt irrtümlich oder aus Versehen, die 100 gelandet. Das müsste man natürlich fixen. Und jetzt wären diese Schleifen ziemlich identisch. Die zum Initialisieren,
und die zum Ausgeben. Jetzt, wenn das alles richtig ist, müssten wir das Ergebnis sehen, können das übersetzen und sehen, naja, das scheint das richtig zu sein. Und wenn wir nachrechnen, 0, Quadrat von 0 bleibt 0, Quadrat von 1 bleibt 1, Quadrat von 2 wird 4, Quadrat von 3 wird 9, von 4 wird 16, das steht drin. Das heißt also, das ist offensichtlich gut gegangen, was wir dort gemacht haben. Diesmal mit der Anwendung einer Schleife. Und das ist jetzt so die typische Situation, ne? Dass wir einerseits Arrays haben, irgendeiner Größe, beginnt tatsächlich bei kleinen Arrays schon, ist jetzt kein Array, das gewaltig groß ist, aber die Schleife macht Sinn. Die macht schon deswegen Sinn, weil wir weniger zu schreiben haben und weil wir damit dem Rechner die Arbeit überlassen und das nicht selbst machen. Ne? Vorstellbar, das war mein Argument vorher, wird das als zwingend notwendig, wenn das Array natürlich groß ist. Dann können, wollen wir das gar nicht schreiben. Ja? So. Deswegen, das müsste, sage ich mal, das Ziel sein, den Einsatz der Arrays und der Schleifen, das zusammenzubringen. Und dann ist es quasi auch wurscht, wie groß das File ist. Das können wir ja vielleicht einmal gerade noch probieren. Wir toggeln das, machen das nicht mehr manuell, sondern wir machen das mal tatsächlich mit einem großen Array. Schauen, der Index darf die 1000 nicht annehmen, muss also echt kleiner sein. Der höchste Index ist 999. Und hier herunter natürlich genau das gleiche, kleiner 1000. Und Sie sehen, der Änderungs-, unser Programm wird gar nicht größer, ist praktisch wurscht, wie groß das Array ist. Das tut dem, wirkt sich gar nicht aufs Programm aus. Oder nochmals übersetzt, wirkt sich gar nicht auf die Arbeit des Programmierers aus. Dagegen, wenn Sie das alles manuell machen würden, wirkt sich das gewaltig aus, dass man stundenlang beschäftigt. So, jetzt können wir mal schauen, was daraus geworden ist. Das muss ich jetzt so stehen lassen. Das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Ja, so, jetzt müsste man natürlich noch prüfen, ob die Rechnung richtig ist. Schauen wir mal. Können wir ja vielleicht gerade mal machen. 999 mal 999 ist gleich irgendwas mit 998.001 am Ende. Ja, scheint so halbwegs zu stimmen. Das ist jetzt natürlich eine unzulässige Annahme, was ich dort mache, weil man das im Rahmen eines Tests, einer Prüfung, einer Validierung schon ernsthafter nachprüfen müsste, ob da nicht doch ein Rechenfehler drin ist. Einerseits, weil wir in der Produkthaftung stehen. Andererseits kann man sagen, ja, das sieht man auch dem Algorithmus an und ich verlasse mich mal darauf, dass das Quadrieren tatsächlich richtig funktioniert auf der Maschine. Ja? Das ist aber hier nur in dem simplen Umfeld eine erlaubte Maßnahme, das ist beim echten Produkt, das Sie an den Kunden liefern, nicht zulässig. Wenn es dort zu einem Schaden kommt und der Käufer klagt, würde der Richter wissen wollen, wie das validiert wurde. Wenn man dann sagt, na, das habe ich da gesehen, würde der Richter sagen, naja, das ist nicht state of the art, da seid ihr in der Haftung drin, das macht tatsächlich diesen Schaden auf, den ihr dem bezahlen müsst. Ja? Also jetzt aber bei uns ist das ja nicht das Thema, Test, Teststrategie, Testarten, gibt es verschiedenes, kommt noch auf Sie zu. Wir würden uns, wie gesagt, darauf verlassen, dass Quadrieren klappt, glauben wir, und das, was wir gesehen haben, wäre eben das Ergebnis. Sie sehen, das hat jetzt keine Minute gedauert, sodass wir das über den ganzen Indexbereich hinweg sehen können. Weniger Schreibarbeit, und da sieht man schon, das wird natürlich kein Mensch missen wollen und auf die Idee kommen, da manuell was zu machen, sondern das ist
wirklich ziemlich verheiratet, Ray, mit einer solchen Schleife, weil sie eben an Ort und Stelle im Schleifenkopf den Index sehen, die Kriterien sehen, die Zählweise sehen. Das sehen Sie bei keiner anderen Schleife so komprimiert zusammen. Dort kann das verteilt sein bei der Weilschleife. Ein paar Zeilen vorher, ein paar Zeilen nachher, bei der Duweilschleife auch. Das ist eben genau der Vorteil der Vorschleife, dass das in einer Zeile steht. Es muss nicht in einer Zeile stehen. Sie dürften natürlich den Zeilenumbruch nach dem Strichpunkt machen und sich dazu notieren, das ist die Initialisierung. Naja, ein I braucht man da. Das ist quasi die Prüfung des Index. Auch das könnte noch in der nächsten Zeile stehen. Hier wird der Index hochgezählt. Also, wir haben ja schon erfahren, die Sprache C, Java, ist formatfrei, sodass es keine Rolle spielt, in welchen Zeilen da steht, aber der Strichpunkt muss immer das Ende vom Initialisieren, das Ende vom Prüfen, das Ende vom Hochzählen ist nicht notwendig, weil dann das Konstrukt zu Ende ist. Es würde aber auch nichts passieren, wenn ich dort einen Strichpunkt hinschreibe. Er ist aber hier nicht notwendig und weil er nicht notwendig ist, wäre hier der Strichpunkt die Lehranweisung, was aber Eclipse hier nicht mag. Also lassen wir das so. Das würde unverändert laufen. Natürlich da oben, das könnte man genauso machen. Das ist jetzt eine Änderung ohne Wirkung. Das hat jetzt unserem Programm in keiner Weise irgendwas beigefügt, geändert. Das ist nur eine Frage des Stils, was Sie als besser lesbar sehen, ob die Notwendigkeit besteht, dort komplexe Ausdrücke zu kommentieren, dann würde man das so machen. Das geht eben, wenn das alles in einer Zeile steht, nicht. Aber das ist natürlich kürzer, klar. Und in der Regel ist es so wie in Zeile 17, schon hinreichend optimal. Schleifen sind nicht immer komplex, sodass man sie kommentieren muss, sondern dann ist das kürzer. Aber das wäre durchaus eine im Style Guide akzeptierte Form der Vorschleife. So. Zumindestens mal in einem ersten Blick, bevor wir das dann beim nächsten Mal systematisieren. Jetzt sind ja Arrays eine einfache Angelegenheit, werden schon für unser Semesterprojekt nicht wirklich reichen. Wir brauchen also die Matrix. Sie erkennen hier bei der Deklaration schon am Namen, dass es wohl um Matrizen geht, My Matrix. Und auffallend ist, dass vieles so bleibt, wie wir es kennengelernt haben. Vor allem die eckigen Klammern tauchen auf. Bei einer Matrix, die zweidimensional ist, ne? Also wir wissen ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, sagen wir mal noch 7, 8, 9. Sehen die Verhältnisse so aus, zweidimensional tauchen auch zweieckige Klammern auf. Ja? Wobei wir es hier mit einer Matrix zu tun haben, in der in der ersten Zeile 2, 4, 6, 8 drinsteht. 2, 4, 6, 8. In einer zweiten Zeile 10, 12, 14, 16.
Also wir haben es mit dieser Matrix zu tun. Ja? Woran habe ich das erkannt? Ich habe das daran erkannt, dass Java bei dieser Art der Initialisierung, der statischen Initialisierung, die Zeilen mit geschweiften Klammern zusammenfasst. 2, 4, 6, 8. Erste Zeile, erste geschweifte Klammer. Zweite geschweifte Klammer mit Zahlen drin. Zweite Zeile, 10, 12, 14, 16. Ja? Damit haben wir es im zweiten Fall mit einer 2x4 Matrix zu tun. Ja? 2x4 Matrix. Kurze Frage. Zeile, Spalte. Ja. Sind die Zahlen dann in der Aufgabe gegeben oder muss man die selbst rausbekommen? So wie es da steht. In dem, was jetzt markiert ist, ist alles verraten. Ich meine in der Aufgabe, wenn man jetzt sowas erstellen muss. Also dort würde dann verlangt werden, dass statisch initialisiert wird. Das kann man in einer Aufgabenstellung entnehmen. Dort müsste dann was erwähnt sein, dass die ersten zwei Zeilen einer Matrix stets, egal was es ist, stets mit diesen Werten gefüllt sind. Und wenn dieses Wörtchen stets darauf hinträgt, das ist immer der Fall, dann hat man die Motivation zu sagen, man kann das schon beim Programmieren so einrichten, dass das immer mit den Werten gefüllt ist. Das wäre eine spezielle Situation, weil in der Regel sind die Inhalte von einem Array abhängig von dem, was der User haben möchte. Das ist das normale Array, sage ich mal. Also das müsste man dem Aufgabentext aber ansehen, dass diese Zahlen stets, die sind am Anfang, geht es immer so los. Ja? Also. Okay, so. Also, jetzt nur zum Zusammenhang. Ne? Und das andere, was ich dort drüben habe, wäre also eine 3x3 Matrix. Das hier ist eine 3x3 Matrix. 3x3 Matrix. Weil eben drei Zeilen und drei Spalten hier zu sehen sind. Ne? Drei Spalten. Hier sehen wir zwei Zeilen. Und vier Spalten. Könnte jetzt auch einer der Wörter nur sein, also ohne Häkchen? Dann müssten wir ihn aber in diesem Fall nicht leer lassen, das funktioniert. Wenn ich den leer lasse, wird daraus eine 3x3 Matrix. Ja? Frage war, ich möchte dort eine 0 haben. Dann kann ich keine Spalte leer lassen, weil, wie gesagt, der Compiler zählt. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3. Das heißt, dort wird etwas ganz anderes draus. Kann ich das auch nicht sein? Das müssen Sie auch sehen. Da wird draus 2, 4, 6, 8, meine ich, haben wir ja nach wie vor. 2, 4, 6, 8. 10, 12 und die 16. Und das Gebilde sieht so aus. Das ist keine regelmäßige Matrix mehr. Das geht in Java. Das gibt's gar nicht. Steht also nicht 0 drin, sondern das gibt's hier nicht. Das gibt es in anderen Programmiersprachen nicht. In C können Sie keine solchen Matrizen bauen. Sind immer rechteckig. Bei Java geht das. Da hätten wir so ein Gebilde. Das heißt, jetzt war aber hier die Idee, möglicherweise die 0 haben zu wollen, dann muss ich sie dort dazu bauen, damit ich hier wegen meiner die 0 habe und dort die 16. Also dieses automatisch mit 0 initialisieren geht bei dieser Form der Notation nicht. Das geht immer nur dann, wenn wir das so wie hier machen. Da wäre jetzt von Haus aus alles mit
null initialisiert, solange dort noch nichts zugewiesen ist. Ja? Also, deswegen sehen Sie schon, mit den Matrizen muss man sich natürlich auch spielen. Das geht auf Anhieb erfahrungsgemäß nicht sicher. Noch dazu, weil Sie hier zum Füllen zwei ineinander geschachtelte Schleifen brauchen. Eine reicht ja nicht. Mit einer Schleife kommen Sie möglicherweise über die Spalten, aber wie kommen Sie in die nächste Zeile? Dazu braucht man die zweite Schleife. Ja? Und da darf man nicht durcheinander bringen, was ist Zeilenindex, was ist Spaltenindex. Weil es in der Regel auch nicht egal ist, ob man so eine Matrix so abarbeitet oder möglicherweise auch so. Ja? Also Sie können sich vorstellen, die Reihenfolge der Abarbeitung ist nicht egal. Das heißt, da ist die Frage, was ist Zeilenindex, was ist Spaltenindex, entscheidend. Warum? Weil das ja auch die Adressierung betrifft. Mal schauen, vielleicht haben wir ein Beispiel hier herin. Bei den, ist jetzt vielleicht ihr, das ist das, guck mal, dass wir da hier oben was machen, was auskommentiert ist. Kommentiere mal umgekehrt das andere aus, damit wir das dynamisch uns angucken können. So, das hier, das wollen wir aktivieren. Da können wir die Überlegungen ablaufen lassen. Und das da unten kommentieren wir mal wieder aus. So. Also wir haben jetzt dort die Matrix, eine 2x4 Matrix. Ich mache das mal an der unteren Tafel. Zeilen soll das heißen. So, jetzt ist das eher erkennbar. Und vier Spalten. Der erste Index ist der Zeilenindex, der zweite Index ist der Spaltenindex. Indizes nach wie vor mit 0 beginnend, höchster Index 1. Niedrigster Index der Spalte 0, für die Spalte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ah, die brauche ich ja gar nicht, war ein Zählfehler, so haben wir es, ne? So sieht das aus. Deswegen können Sie schon sagen, diese Anweisung trifft eben Zeile 0, Spalte 3, geht es um das hier. Hier würden wir das kriegen, was dort
drin steht. Steht jetzt in unserem Fall nichts drin. Ich schreibe aber dort mal was rein, dass nehmen wir mal das da raus. So. Zeile 0, Spalte 3, das ist das, was ich dort mit dem X gekennzeichnet habe. Das ist eine Integer-Matrix, dort könnte man 999 reinschreiben. Ja? So. Das da brauche ich nicht, das wird ja auch von Eclipse so kommentiert. The value of the local variable is not used. Sagt man ja, future use. Aber jetzt hätte ich hier die 999 drin. Ja? So. Wenn ich das ausgebe, 03, sollte ich das entsprechend erfahren. Wir können ja noch ein paar Werte reinschreiben, damit wir da was sehen. Nehmen wir noch das erste mit. Also 00, Zeile 0, Spalte 0. Dann steht die 1 hier drin. Zeile 0, Spalte 0. Zeile 0, Spalte 3 ist das. Dann können wir noch unten was reinschreiben in die Zeile 1, Spalte 0. Dann steht das genau hier drin. Machen wir mal Zeile rein. Und zu guter Letzt noch ein letzter Wert. Dann hätten wir also eine sogenannte Spears-Matrix, sagen die Mathematiker, eine schwach gefüllte Matrix. Spielt bei manchen Anwendungen eine Rolle. Da können wir jetzt auch 9999 reinschreiben. Ist ja noch im Wertebereich von Integer drin, wissen wir ja. So, damit haben wir hier das drin. Ja? Da müssen Sie aber vorne in der Matrix das auch noch ändern. Weil jetzt überschreiben Sie die Zeile 0 und 2. Das, wir wollen es dort hinten reinschreiben, genau. Wir wollen es in der zweiten Zeile haben, genau, dort unten, wo es notiert ist. Genau, so, also. Jetzt ist hier der Rest nicht initialisiert. Der Rest wird aber mit ausgegeben, weil Sie ja hier sehen, das geht von 00, geht da oben los, 01, 2, 3, geht über alle Zahlen durch. Wir haben nicht alle manipuliert, wollen aber alle sehen. Das heißt, da sollten wir jetzt wieder eine Erkenntnis zu Gesicht bekommen, die wir möglicherweise ja so schon erwartet haben. So. Also. 1.0099, Sie sehen, die 00 haben wir nicht zugewiesen, das war Ihre Frage zuvor. Jetzt ist natürlich die 0 drin, weil die Matrix hier dynamisch angelegt worden ist und dabei passiert dieses Initialisieren mit 0. Ja? Da sind alle Felder mit 0 besetzt und hier überschreibe ich einige Felder mit anderen Werten. Und deswegen bleibt das, was von Haus aus 0 war, natürlich als 0 bestehen. Jetzt muss mir noch ein Index irgendwo daneben gegangen sein. Ah ja, da haben wir den Wert ein paar Mal drin. Die 1, 0, da wollte ich ja 2 reinschreiben. Muss man natürlich auch 2 reinschreiben. Ja? Wieso funktioniert das nicht, wenn ich die Zahl doppelt habe? Welche Zahl wollen Sie doppelt haben? Ja, weil ich dort an der Tafel 2 hingeschrieben habe. Ich wollte die 2 dort drin haben, habe das aber vergessen. Habe dort 999, ich habe es ja per Copy and Paste gemacht, habe dann den Index vorhin geändert, aber die Zahl hinten so gelassen. Ja? Also, auch hier wiederum, der Aufwand da beim Ausgabegeben zeigt, ich muss das ein bisschen formatieren, damit man die Werte zuordnen kann. Das heißt, man würde dort bei einer Lösung für den Kunden auf diese blauen Strings nicht verzichten, sondern würde ihnen das schon kommunizieren müssen, was ist, damit er damit was anfangen kann. Ja?
Okay. Also, das soll es für heute gewesen sein. Sie haben hier gesehen, der Umgang mit den eckigen Klammern, der bleibt erhalten. Die Zahl ist größer, aber ansonsten könnte man sagen, bleibt es pauschal bei dem, was es über ein Array zu sagen gibt. Dazu gibt es in der nächsten Woche eine eigene Übung dazu, dann kriegen Sie das in den Griff. Gibt es bisher noch Fragen Ihrerseits? Dann hätten wir es. Wünsche ich einen schönen Tag noch. Ja. The number you have dialed has been changed. The new number is, please note, the new number is,